Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd-Invasmophobia. Schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid. Ja, lieb, wir sind zurück in der Vorstadt in einer Winternacht im Edgefield Streethouse, wo sich ein mies gelaunter Geist umhertreibt, der seinen eigenen verfluchten Gegenstand verliegt hat und nicht mehr wiederfinden kann. Und unsere Aufgabe mit diesem übellaunigen Geist sind: Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Fahrer, dein Auftritt! Und machen Sie ein Foto vom Geist und lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Und unser Geist heißt Maria Wilson! Wilson, wir haben mal wieder einen Wilson-Geist. Okay, Maria, wir nehmen den Schlüssel mit und gucken erstmal nach, wo ist dein Generator? In der Garage. Das ist gut, wir hatten schon lange keinen Kellergenerator mehr. Das ist schon mal angenehm. Taschenlampe, wollen wir gleich mal riskieren? Wir nehmen ein Fotoapparat mit, vielleicht kriegen wir ja gleich ein Foto. Und EMF nehmen wir mal wieder mit, ganz klassisch. Und so passt das. Alles klar, auf geht's. Edgefield Street House. Da war es ja eigentlich immer nie so schlimm. Ne? Das ging immer noch. Alles klar, wo ist die Taschenlampe? Da ist sie schon. Schlüssel haben wir. Auf geht's. So, Maria Wilson. Wir schauen mal rein. Wie immer, erstmal ankommen lassen, bitte. Ich glaube, wir machen vielleicht erstmal gleich den Strom an. Vielleicht immer ganz gut, als erstes erstmal gleich sofort zum Generator zu rennen. Da kann die Heizung schon mal ein bisschen laufen, falls wir mit dem Thermometer wieder suchen müssen. Gucken wir einmal kurz hier. Ah, nein! Da, ich habe dein verfluchtes Ouija-Board gefunden, Maria. Jetzt musst du ja eigentlich dann. Darfst du ja eigentlich nicht mehr sauer auf uns sein, dann jetzt irgendwie. Jetzt haben wir dein. Wir haben es gefunden. Wir machen erstmal Strom an. Und dann überlegen wir, ob wir das benutzen oder nicht. Erstmal gucken wir hier rein. Nein! Abgeschlossen einmal und zugestellt. Okay, schon mal kein Versteck in der Garage. Nicht gut. Wir haben. Hallo? Irgendwo hat's geklopft. Okay, wir haben schon mal Strom. Strom ist super. Wir machen sofort erstmal hier so Licht an. Einmal. Licht an zweimal. Und ich glaube, wir riskieren das mal eben. Einmal ganz kurz. Vielleicht geht es ja sogar noch. Ich weiß gar nicht, ob das noch immer noch geht mit dem Ouija-Board. Mit dem EMF. Wir probieren das mal. So, da liegt's. Alles klar. Wo bist du? Oh. Or. Or. Orange Bedroom. Orange Bedroom. Es gibt ein O. Guck mal, EMF5, es klappt, es klappt. Wir haben EMF5. Oh, wir müssen uns verabschieden. Nicht zu früh in Freude ausbrechen. Bye. Goodbye. Oh, warum? Die will sich nicht verabschieden. Bye, bye. Goodbye. Wir haben ein Problem. Letztes Mal ging einfach noch goodbye oder nur bye. Bye. Oh, sie hat's. Alles klar. Die hat aber lange gebraucht. Wir sollten jetzt ganz schnell hier raus. Wir lassen dein Brett hier mal in der Küche. Da, ne, falls du es suchst, wir haben es gefunden. Und wir wissen, dass du schon mal ein EMF-5-Geist bist. Und jetzt sind wir erstmal hier raus. Und jetzt EMF können wir ja ruhig auch erstmal hier wissen, ne? So. Orange Bedroom. Ne, wir gehen erstmal nach oben. Nee, Moment, wir gehen erstmal raus. Erstmal gehen wir raus und gucken erstmal, dass wir, wie es uns geht. Nach dem Ouija-Board. Oh, guck mal, Leute, die war schon kurz auf 10. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Wir sind nur bei 15. Erstmal schon Zeit für die erste Königskrönung. So, EMF. Fotoapparat haben wir noch dabei. Alles klar, gehen wir erstmal so wieder rein. Aber wir haben auf jeden Fall EMF5. Es funktioniert also noch. Das ist schon mal. Was war das? Das ist schon mal super. Okay, Orange Bedroom. Mal gucken, welcher hier oben orange ist. Der ist ziemlich orange. Okay, die haben wirklich alle eine verschiedene Farbe, ne? Okay, nee, es gibt zweimal blau. Aber nur einmal orange. Hallo, ganz ruhig. Wenn wir schon mal gerade durch alle Türen gucken, könnten wir eigentlich direkt mal gucken, ob der Knochen hier noch irgendwo rumfliegt. Aber eigentlich wäre ich dafür, erstmal kurz alle Türen zuzumachen. EMF an. Türen zu. Ah, ganz ruhig. Da liegt auch schon wieder ein Teddybär im Badezimmer. Alles klar, nochmal EMF5 bestätigt und sofort hier Foto von der Tür. Das ist aber der Orange Bedroom. Oh, und hier haben wir
ich immer sofort. Alles klar. Alles klar. Super. Dann bist du also hier drin. Tür zu. Damit du auch hier drin bleibst. Kannst du dich vielleicht kurz mal zeigen für ein Foto? Maria Wilson. Wenn du hier drin bist, zeig dich einmal ganz kurz. Ganz kurz nur so. Kannst auch in der Ecke dabei stehen bleiben und brauchst nichts machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, nebenan hört man fast noch mehr als im Orange Bedroom. Da, irgendwas hat sie geworfen auf jeden Fall. Tür zu jetzt hier. Bist du hier drin, dann zeig dich einmal kurz. Ich habe kein gutes Gefühl, dass das dieses Zimmer ist. Warum muss es dieses Zimmer sein? Das ist das schlimmste Zimmer. Hallo? Warum ist hier eigentlich das Licht oben nicht an? Viel besser, viel besser. Wenn du hier bist, kannst du dich einmal kurz zeigen für ein Foto. Maria Wilson! Zeig dich einmal. Ganz kurz. Die zeigt sich nicht, Leute. Die wird auf eine Jagd warten. Weil es auch ein EMF-5-Geist ist. Immer von der schlimmsten Sorte. Wir sollten erstmal raus. Wir sollten erstmal raus. Hallo? Wir sollten erstmal raus. So, weil hier draußen ist schön. Draußen ist viel schöner als da drinnen. So, wir tragen auf jeden Fall auch schon mal ein, dass wir einen Beweis haben. Wir haben nämlich einen EMF-5-Geist. Aber es ist gut, dass es mit dem Ouija-Board noch funktioniert. Okay, dann... Vielleicht eine Geisterbox. Und ein Geisterbuch. Sanity... Guck mal, die ist schon wieder so weit runter, unsere Sanity. Nur von den bisschen Fragen, obwohl gar nichts passiert ist da oben. Die hat noch nichts gemacht, nichts rumgeworfen. Ja, doch eine Sache vielleicht, aber da... Okay, warum geht denn unsere Sanity so schnell runter? Und die hat man doch auch gerade zugemacht. Wir müssen auch mal gucken, vielleicht haben wir sogar Fingerabdrücke fotografiert. So, hier nochmal ganz kurz mit der Box. Da kannst du besser antworten. Bist du hier? Bist du hier? Oh, guck mal. Nicht gut. Wie alt bist du? Keine Reaktion. Was willst du? Sagt nix. Aber sofort... Was war das denn? Okay, dann wir legen dir vielleicht ein Buch hier hin. Da kannst du mal was reinschreiben. Oder malen oder so. Wir sind noch mal kurz draußen, solange. Lass dir Zeit. Keine Hektik. Wir sind auch noch mal ganz kurz hier. So, alles klar. Sehr schön. Okay, Geisterbox sagt sie nichts, aber sofort eine Aktivität. Sofort den Ball rumgerollt und nochmal das EMF ausgelöst. Das geht noch, das geht noch. Okay, Buch liegt drin. Wir nehmen nochmal eine Kamera mit für Dings. Oh, wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir ja tatsächlich... Nee, da haben wir gar nichts erwischt. Hätten wir vielleicht von der Innenseite treffen müssen, die Tür. Das hat gar nicht gezählt. Das ist schon riskant, das ist schon riskant. Guck mal, wie die Aktivität ist. Die ist auf jeden Fall ganz halt aktiv. So... Das, alles klar. Nee, so nicht. So gar nicht. Lass mal Licht schön sein. Nee, da schneit's wieder nur. Keine Orbis. Oh, guck mal, sie hat ins Buch geschrieben. Sie hat uns ins Buch geschrieben, alles klar. Okay, wir haben ein Buch. Und keine Orbis. Nee. Alles klar, dahin, das. Alles klar, Buch. Wo ist denn da? Wo ist der Fotoapparat? Da haben wir noch ein Foto über, ja, haben wir noch. Okay, Geisterbuch. Eintragen. Hm, was bleibt da noch über? Geisterbuch. Spirit Myling Shade. Könnte vielleicht wieder ein Shade sein. Weil wir bis jetzt noch nicht einmal gesehen haben. Wo ist denn jetzt was rumgeflogen? Im Badezimmer wieder? Wir müssen das EMF nochmal nehmen. Irgendwo schmeißt sie hier die ganze Zeit Sachen rum. Hier nicht. Dann da. Irgendwo hört man die. Die rennt schon wieder durch viel zu viele Räume hier oben. Hier, die Schuhe könnten es gewesen sein.
Alles klar, und nochmal direkt, während wir drauf zulaufen. Und wieso jetzt nur noch ein EMF-3 hier? Guck mal, hier auch. Ist die auf einmal jetzt umgezogen? Aber drüben hat es ins Buch geschrieben. Hallo? Nicht durch die ganze obere Etage jetzt hier, das ist nicht gut. Was kann es denn überhaupt noch sein jetzt? Spirit Shade My Link, guck mal kurz. Spirit ist... Geisterbox. Shade ist... Gefriertemperaturen. Würde ich fast ausschließen. My Link ist... Fingerabdrücke. Hello. Ich hasse den Radiowecker, das ist so fies. Zwischendurch irgendeine Stimme rauskommt. Wo der Geist ein bisschen versucht, mit uns zu reden. Bist du hier? Ja. Oh, wir brauchen schnell hier den Fotoapparat. Waren nicht Fingerabdrücke noch dabei? Doch, ne? Lauf. Das war auf jeden Fall... Jetzt geht doch noch die Dusche an. Nicht gut. Gar nicht gut. Bist du hier? Gehen wir mal aus. Ist das fies? Wir machen das eine und das andere geht. Es ist so gut. Ich will hier so raus, Leute. Ich habe gerade so eine Gänsehaut. Bist du hier? So ein sehr ungutes Gefühl. Alles klar, Moment. Ach nee, Moment. Nee, Moment. So, viel besser. Ich hab's doch gesagt. So kein gutes Gefühl mehr, da rumzustehen. Für einen fiesen Sound hier auch wieder hat. Alles klar, da müssen wir noch ein Foto machen. Fingerabdrücke. Haben wir dich. Was bist denn du? Der Mai Ling. Den hatten wir... fast noch nie. Was macht denn der überhaupt? Was machst denn du überhaupt? Wo bist du überhaupt? Da. Ein Maling ist ein sehr lautstarker und aktiver Geist. Das heißt, dass sie bei der Jagd auf ihre Beute leise sind. Stärken. Ein Maling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Schwächen. Malings geben häufiger paranormale Geräusche. Ja, habe ich gerade gehört. Und bei der Jagd sind sie leise. Das heißt, man hört vielleicht gar nichts, wenn der uns jagt. Oder wenn die uns jagt. Nicht gut. Zeit für eine Kürbiskrönung. So, Salz. Nee. Du. Alles klar. Nochmal rein. Überhaupt nicht gut. Und sie war hier. Dusche läuft schon wieder. Hallo? Jetzt wird's, glaube ich, immer schlimmer hier. Wir sollten nicht mehr so lange hier bleiben. So. Wenn du hier bist, kannst du dich einmal kurz zeigen. Zeig dich einmal für ein kleines Foto, aber nicht dabei so unheimlich singen oder grunzen oder so. Nur mal so irgendwo in der Ecke stehen. Ganz harmlos. Reicht schon. Kannst du dich einmal zeigen? Maria Wilson. Ich höre schon wieder irgendwas. Keine Ahnung, wo die jetzt rumläuft hier oben. Gefühlt überall. Haben wir das Buch schon fotografiert? Weiß ich nicht. Ja doch, haben wir, glaube ich, schon. Haben wir schon. Vor allem, das steht bei der Jagd, ist leise. Das gefällt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Habe ich schon gesagt, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Maria Wilson, zeig dich einmal für ein kleines Geisterfoto. Von wo verstreuen wir denn jetzt unser Salz? Erstmal... Ja, Sekunde. Wir müssen nochmal eben die Taschenlampe holen. Die richtige. Können wir nicht nach Hause fahren? Oh, wir sollten... Vielleicht sollten wir mal Kruzifixen. Ganz fix. Müssen wir immer noch machen. Wir müssen immer noch ein Foto machen. Immer noch den Geist durch Salz. 75. Guck mal, wie die auch die Sanity runterzieht. Vielleicht sollten wir erstmal den Strom anmachen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Auf geht's. Einmal Generator. So. Viel besser. Viel besser. Viel, viel besser. Ja, viel besser, wenn die übers Licht, dann ist es, das ist viel besser. Alles klar. So, nochmal nach oben. Die Frage ist doch, wo läuft die rum? Aber hier. Wir streuen nochmal was.
hier rein. Und irgendwie ist hier aber auch so viel aktiv. Ich streue nochmal hier was rein. Da, tatsächlich, Leute, die läuft hier rum jetzt. Guck, 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 guck euch das an. Da ist sie. Haben wir dich. Dann ist... Und guck mal da nochmal. Und raus um den Flur wieder. Ist aber komisch gelaufen. Wie hast du denn die Füße stehen? Da wäre ich auch fies gelaunt. So. Kommt wahrscheinlich auch nicht so schnell vorwärts, deswegen dann jetzt. Alles klar. Okay, das meiste haben wir. Jetzt musst du dich nur... Maria Wilson, kannst du dich vielleicht einmal zeigen für ein kleines Foto? Da fliegen schon wieder die Sachen durch die Gegend. Die wird uns gleich jagen, Leute. Wir machen schon mal hier auf jeden Fall überall die Tür zu. Dann hat sie überall was zum Aufmachen, während wir dann in den Keller flüchten oder so ähnlich. Wenn wir noch eine Chance haben, wegzukommen. Maria Wilson, zeig dich jetzt für ein Abschiedsfoto. Dann können wir nämlich nach Hause fahren. Hallo? Nach Hause fahren. Leute, das ist wieder so eine, die jagt dann. Da haben wir keine Chance. Außer vorhin einmal kurz, wo Sinbad gesungen hat. Wenn du hier bist, zeig dich jetzt einmal für ein Foto. Maria Wilson, gib uns ein Zeichen und zeig dich. Nee, Leute. Wir sollten nicht mehr hier sein. Wir sollten, denke ich, nicht mehr hier sein. Aber da war schon wieder das Geisterfoto. Hallo, hallo. Das Geisterfoto nicht geschafft. Vielleicht lassen wir die Tür mal auf, wenn sie da rauskommt. Kannst du dich jetzt einmal zeigen? Maria Wilson. Oh, ich habe mich gerade vor dem Schatten von dem Türrahmen erschrocken. Da steht sie. Leise in der Ecke und lauert. Wir sollten lieber nicht mehr hier sein. Bei der Jagd leise, vielleicht lieber gar nicht mit, wenn die loslegt. Dann kommt sie irgendwo aus der Tür geschlichen und dann haben wir die Geisterpatschen im Gesicht. Ist überhaupt nicht gut, überhaupt nicht gut. Wenn du hier bist, zeig dich jetzt noch einmal, ansonsten fahren wir nämlich jetzt nach Hause. Besser. Hallo? Wo kommt sie? Nee, nee! Wie die um die Ecke gerannt kam. Boah, nee. Leute, das war der finale Schockeffekt. Ich hab doch drauf gedrückt. Ich hab doch fotografiert. Das Fotoalbum war schon voll. Oh nein, ja, das war schon voll. Hier, das war's aber. Da haben... Egal. Reicht. Oh, wie schnell auch. Und irgendwie, das war auf jeden Fall wieder dieser fiese kleine Geist. Und über den Boden gekrabbelt kam sie, glaube ich, auch noch. Gleich alles auf einmal. Nee, 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 reicht. Wir müssen dann mal professionell nach Hause fahren. Moment, haben wir eingetragen. Haben wir auch dann Kringel drum gemacht? Nee, dann zählt's erst. So. Alles klar, Abfahrt, Fahrer. Sowas von Abfahrt. Das war der finale Schocker, das reicht. Boah, wie fies. Die auch wirklich an. Boah, obwohl es noch durchsichtig war. Richtig an Kälte schon mal erstmal schöner Schockeffekt. So, okay, wir haben $150 verdient, weil wir haben kein Foto gemacht. Und die Knochen haben wir auch nicht gefunden. Aber dafür haben wir das Ouija-Board benutzt, ist doch auch was. So, und wir haben 130 Erfahrungspunkte erhalten. Und wir waren 9 Minuten im Licht, 7 Minuten im Dunkeln, 3 Minuten nur im Geisterraum. Also war die gar nicht wirklich im Orange Bedroom. Die hat gelogen über das Ouija-Board. 13 Minuten im Haus, 17 Minuten auf der Jagd. Das hat auch ein bisschen länger gedauert. Wir hatten 2 Geisterereignisse, kam mir viel mehr vor. 0 Geisterjagd und 50 Geisterinteraktionen. Aber es war wie immer was los, ihr Lieben. Und wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geisterquam mich riesig in meinen Kommentaren, Daumen nach oben, freue mich, wenn ihr gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da habe ich mich aber am meisten freuen. Ansonsten bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.